Electronic Arts präsentiert. Eine BioWare Production. Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen. Im Jahr 2157 entdeckte die Menschheit, dass sie nicht allein im Universum war. 30 Jahre später nahm sie einen friedlichen Platz unter Dutzenden anderen galaktischer Spezies ein. Aber über dieser idyllischen Zukunft liegt der finstere Schatten einer dunklen Vergangenheit. Die Reaper, eine Spezies von intelligenten Maschinen, die alle 50.000 Jahre sämtliches organisches Wesen in der Galaxie vernichtet, steht kurz vor ihrer Rückkehr. Die Führer der Galaxie sind durch ihre Unentschlossenheit wie gelähmt und können einfach nicht akzeptieren, dass die Legende von den Reapern tatsächlich weiß. Scheiße, nicht schnell genug. Commander. Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Ich mag die Stimme nicht. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson. Andrew. Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen rund. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erst an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll es denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. Ah, ich weiß es durchaus. Es sind die Reaper. Und wir sind nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee völlige Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Wir haben Ihre Berichte gelesen und Ihre Daten gesichtet. Aber für uns ist es nur Theorie. Sie waren vor Ort. Im Schützengraben. Im Kampf. Sie wissen, wozu Sie fähig sind. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Nach Ihren Aktionen, jeder andere wäre angeklagt, verurteilt und entlassen worden. Ihr Wissen über die Reaper hat verhindert, dass es dazu kam. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur eine Soldatin, Anderson. Keine Politikerin. Das sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Anderson. Ashley. Shepard. Ashley? Lieutenant Commander, wie lief's da drinnen? Das weiß man bei denen nie. Ich warte jetzt auf Befehle. Admiral. Gehen wir. Sie kennen den Commander? Von früher. Von früher. Admiral Anderson, Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Sowas wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen.
Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Ganz einfach, wir halten zusammen. Wenn wir eine Chance haben wollen, das zu überleben, müssen wir zusammenhalten. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Der Mond? So nah können Sie noch nicht sein. Wie umgingen Sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir. So viel zum Hightech. Gibt's irgendwas von Admiral Hackett? Was sollen wir tun? Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandie. Oh mein Gott. Da kommt was. Sind Sie das? Wie ist Ihr Status? Ich kann die Normandie nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Sie sind gewaltig. Los jetzt, Shepard. Ashley ist unterwegs zur Normandie. Sie nehmen uns auf, wenn wir es bis zum Raumhafen schaffen. Gehen wir. Warum ist die Maus so empfindlich? Gerade auf 35%. Warte, was war das? Invertieren? Nee. Geht schon. Alles neu. Ja, so ist gut. Bewegung! Leertaste, um zu rennen. Ja, nochmal ein bisschen. Achtung! Au! Wie hält man etwas derart Mächtiges auf? Was? Springen nicht? Sie aus vollem Lauf. Es ist weiter, als es aussieht. Los jetzt, gehen wir! Oh Mist. Spiegelung. Sieht sicher aus. Gehen wir. Lieutenant Commander, empfangen Sie mich? Shepard hört auch mit. Wir haben die Normandie fast erreicht. Lieutenant Vega ist bei mir, aber wir liegen unter schwerem Beschuss. Wann werden Sie... Husks! Schalten Sie sie aus! Kind? Erschießen Sie sie! Keine Munition mehr! Los doch, wir haben's eilig! Das Kind gerannt.
Das Kind von vorhin. Ich muss es retten. Geht weg von dieser Tür. Wir müssen diese Dinge auf die altmodische Art erledigen. Na. Ah. Er darf sie nicht zu packen kriegen. Voll auf die Fresse, Mann. Nein! Das Kind! Ich muss es retten. Box. Medikit. Kind. Kind? Scheiße. Vorsicht! Gut. Ich muss das Kind retten. Wo ist es? Da. Ist es das? Kind. Hey. Es ist okay. Alle sterben. Komm her. Ich bringe dich an einen sicheren Ort. Nimm meine Hand. Sie können mir nicht helfen. Shepard! Hierher! Männer! Schrecklich. Ach, hier herrscht ja ein heilloses Chaos. Dann räumen sie doch auf. Jede Minute, die diese Maschinen hier sind, sterben Tausende von Unschuldigen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Es ist schwer genug, Krieg zu führen. Aber viel schlimmer ist, dass man niemals alle retten kann. Völlig richtig. Der Angriff kam so plötzlich. Ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Wir wussten, dass sie kommen. Und trotzdem haben sie unsere Verteidigung einfach durchbrochen. Wir müssen zur Citadel und mit dem Rat reden. Zur Citadel? Der Kampf findet hier statt. Bald wird er überall sein. Sie haben es selbst gesagt. Die Reaper vernichten alles, wenn wir sie nicht aufhalten. Der Rat muss uns helfen. Sind Sie da sicher? Nein, aber Sie waren ein Spekter des Rats. Das muss doch etwas zählen. Hapsi! Danke. Ich schulde Ihnen was. Einiges. Schnappen Sie sich Munition. Hi, hi, Chef. Und immer in Bewegung bleiben. Ja, ist in Ordnung. Codex aktualisiert. Was haben wir hier? Ich wollte eigentlich nur das Spectres-Ding lesen. Wo ist es denn? Rat? Die Asari. Halt die Klappe. Menschen und die Allianz? Ich wollte eigentlich nur. Gut. Machen wir Geschichtsstunde. Als die Menschen ab 2160 ihre aggressive Expansionspolitik auf den skylianischen Randsektor ausdehnten, erregten sie den Zorn der Batarianer, die bereits seit Jahrzehnten dieses System erkundet hatten. 2171 stellten die Batarianer einen Antrag im Citadel-Rat, den Randsektor als batarianisches Hoheitsgebiet anzuerkennen. Der Rat lehnte ab und erklärte diesen Teil der Galaxie zu einer unbewohnten Welt, die für die menschliche Kolonisierung freigegeben sei. Aus Protest schlossen die Batarianer ihre Citadel-Botschaft, erklärten die Ratsfriedensabkommen für ungültig und wurden damit zu einem Schurkenstaat. Sie zettelten einen Stellvertreterkrieg im Randsektor an, indem sie kriminelle Organisationen mit Waffen und Geld unterstützten und sie aufforderten, die Kolonien der Menschen anzugreifen. Die Feindseligkeiten erreichten ihren traurigen Höhepunkt 2176 mit dem skylianischen Angriff. Als von den Batarianern unterstützte Piraten und Sklavenhändler Elysium angriffen, die Hauptstadt der Menschen.
2178 führte die Allianz einen verheerenden Gegenschlag gegen den Mond Torfan durch. Ein seit langem genutztes Versteck der von den Batarianern finanzierten Kriminellen. Danach zogen sich die Batarianer in ihr eigenes System zurück und tauchen seither nur noch selten im Citadel-Sektor auf. Vor 200 Jahren halfen die Hana 375.000 Mitgliedern der Drell-Spezies nach Kaji zu emigrieren, der Heimatwelt der Hana, um der umweltbedingten Auslöschung zu entgehen, der die übrigen 11 Milliarden Drell zum Opfer gefallen waren. Fast alle Drell sind gegenüber ihren für ihre Zurückgezogenheit berühmten Rettern bedingungslos loyal. Die Enge dieser Beziehung, ausformuliert in einem offiziellen soziopolitischen Bündnis, das der Pakt genannt wird, führt auch zu überaus vertrauten persönlichen Bindungen, bei denen einige Drell sogar Seelennamen von Hana erfahren. Die meisten Drell leben zwar auf Kaji, aber einige unterstützen ihre Retter auch woanders als Abgesandte, Forscher, Co-Investoren, Reisende, Attentäter oder in anderen Funktionen. Seit einem Jahrhundert hält sich galaxieweit die Meinung, dass hinter jedem hochrangigen Hana ein unermüdlicher und fanatisch ergebener Drell steht. Die allesfressenden, reptilienartigen Drell haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 85 galaktischen Standardjahren. Da sie sich auf einem sehr trockenen Planeten entwickelt haben, sind einige Krankheiten auf der Heimatwelt der Hana für sie überaus gefährlich. Allen voran das Kepral-Syndrom, eine tödliche bakterielle Lungenkrankheit. Die Elkor sind eine Citadel-Spezies und stammen von Dekuna, einer Welt mit extrem hoher Schwerkraft. Sie sind massige Gestalten, die aus Stabilitätsgründen auf vier muskulösen Beinen stehen. Als evolutionäre Reaktion auf eine Umgebung, wo jeder Sturz tödlich sein kann, bewegen sich Elkor sehr langsam. Das hat auch ihr Verhalten und ihr Denken beeinflusst. Sie sind sehr bedächtig und zurückhaltend. Die Sprache der Elkor klingt schwerfällig und monoton. Elkor können über für Menschen nicht wahrnehmbare Gerüche, geringste Bewegungen und Infraschall kommunizieren. Gegen ihre somit für andere Spezies kaum zu registrierende emotionale Kommunikation ist ein menschliches Lächeln ein gewaltiger Gefühlsausbruch. Da es deshalb zu Missverständnissen mit anderen Spezies kommen kann, erwähnen es die Elkor extra, wenn eine Aussage sarkastisch, amüsiert oder ärgerlich klingen soll. Durch die extrem hohe Schwerkraft von Dekuna gibt es dort keine Berge. Der Großteil des Planeten besteht aus flachen Ebenen, über die die Vorfahren der heutigen Elkor in kleinen Familien gestreift sind. Auch die heutigen Elkor ziehen es vor, unter freiem Himmel zu leben. Auf langen Reisen in Raumschiffen fühlen sie sich oft eingesperrt. Die Geth sind eine humanoide Spezies von vernetzten KIs. Vor 300 Jahren wurden sie als Arbeits- und Kriegsmaschinen von den Quarianern erschaffen. Als die Geth beginnende Zeichen einer Selbstentwicklung zeigten, entschlossen sich die Quarianer zu ihrer Auslöschung. Aber die Geth gewannen den nachfolgenden Krieg. Dieser Vorfall führte zur legalen, systematischen Unterdrückung aller künstlichen Intelligenzen in der galaktischen Gesellschaft. Alle Geth sind ein Teil eines einzigartigen Intelligenznetzwerks. Jede Einheit verfügt, für sich betrachtet, nur über rudimentäre animalische Instinkte. Wenn sie aber in größerer Anzahl und in unmittelbarer Nähe zueinander agieren, steigt die intellektuelle Leistungsfähigkeit der einzelnen Einheiten. In Gruppen können sie dann wie organische Lebewesen Entscheidungen treffen, Situationen analysieren und Taktiken entwerfen. Die Geth bevölkern den hintersten Abschnitt des Perseus-Arms, jenseits der gesetzlosen Terminus-Systeme. Zwischen ihrem Gebiet und dem Terminus-Systemen liegt der Perseus-Nebel, eine undurchsichtige, dunkle Wolke aus Gas und Staub. So, und jetzt noch die Hana, und ich würde sagen, dann spielen wir ein bisschen weiter. So, Geschichtsstunde können wir machen, wenn wir mal Lust drauf haben. Wenn ihr das unbedingt haben wollt, müsst ihr aber in die Kommentare schreiben.
Auch die Hana sind eine Citadel-Spezies und zudem für ihre ausgeprägte Höflichkeit bekannt. Sie pflegen eine penibel präzise Sprachführung und empfinden unangemessene Formulierungen als Beleidigung. Bevor Hana mit Vertretern anderer Spezies Kontakt aufnehmen, unterziehen sie sich einer speziellen Schulung, damit sie es verlernen, für sie unangemessene Sprache als Beleidigung zu empfinden. Alle Hana haben zwei Namen. Mit ihrem Kontaktnamen stellen sie sich Unbekannten vor. Der Gebrauch des Seelennamens ist engen Freunden und Verwandten vorbehalten. Hana sprechen von sich selbst niemals in der ersten Person, wenn sie sich mit jemandem unterhalten, der sie nur mit dem Kontaktnamen kennt. Das erachten sie als abzulehnende Geltungssucht. Stattdessen sprechen sie von sich selbst als diese Person oder einfach dieser. Ihre Heimatwelt Kaje ist zu 90% von Ozeanen bedeckt und umläuft einen energiespendenden weißen Zwergstern. Dadurch hängt stets eine Wolkendecke über dem Planeten. Wegen der proteanischen Ruinen auf Kaje verehren viele Hana die Proteaner. Sie glauben, dass diese uralte Spezies ihnen die Sprache geschenkt und damit den Grundstein für ihre Zivilisation gelegt hat.